US-Präsident Donald Trump treibt die wirtschaftliche Ausgrenzung des Iran voran. Auf die aktuell in Kraft getretenen US-Sanktionen sollen im November weitere folgen. Trump will auf Teheran Druck ausüben, um Zugeständnisse in der iranischen Nuklear-, Rüstungs- und Außenpolitik zu erreichen, die weit über das Atomabkommen von 2015 hinausgehen. Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten. Er will daraus einen Vorteil für die anstehende US-Kongresswahl erzielen. Die nun wieder eingesetzten Strafmaßnahmen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten und wichtige Bereiche der Industrie. Viele europäische Unternehmen zogen sich im Vorfeld der Wiedereinsetzung aus dem Iran zurück. Für Rouhani ein schwerer Rückschlag, da er auf ausländische Investitionen gesetzt hatte, um die schwächelnde Wirtschaft seines Landes wieder in Schwung zu bringen. Trump hatte das Atomabkommen im Mai aufgekündigt, obwohl die Internationale Atomenergiebehörde Teheran bescheinigt, sich an seine Verpflichtungen zu halten.